Gut, jetzt zur Parallelschaltung von Batterien. Jetzt muss ich aber höllisch drauf achten, aber wirklich höllisch, ich mache das mal jetzt nur mit zweien, das reicht, dass ich die Batterien nicht kurz schließe. Das heißt, wenn ich also jetzt hier eine Batterie habe und die parallel zur anderen schalten möchte, dann kann ich das ja gerne machen, aber ich muss darauf achten, dass Plus und Plus in diesem Fall parallel geschaltet sind. Das wird zwar die Spannung nicht erhöhen, aber das kann mir die Belastungsfähigkeit der Batterie verbessern. Ich kann nämlich dadurch mehr Strom entnehmen. Dass das funktioniert, werde ich jetzt gleich beweisen. Jetzt war es ein bisschen knapp mit dem Kabel. So. Und das gleiche nochmal hier. Nochmal gucken. Plus, plus. Jawohl. So kann man zum Beispiel, macht man auch beim Auto, wenn ein Auto kein Saft mehr auf der Batterie hat im Winter, kann man zwei parallel schalten. Und zwar eine volle mit einer halb leeren. Aber immer darauf achten, dass Plus und Plus und Minus verbunden sind. Und jetzt gucken wir mal, ob die Lampe dadurch heller geworden ist. Ich vermute nicht. Ich werde es gleich nochmal beweisen. Ja, man sieht es ein ganz bisschen. Die leuchtet kaum. Ich nehme mal eine Batterie weg und siehe da, sie leuchtet auch nicht mehr. Also hat sich die Spannung nicht erhöht. Aber ich könnte mehr Strom entnehmen. Und das ist eigentlich der Sinn von Parallelschaltungen bei Batterien. So, ja, ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen und hat euch zum Denken angeregt. Naja, das war eigentlich der Zweck.